Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg wandern mit Peter. Ich darf euch hier in luftigen Höhlen begrüßen im Areal der Todalphütte im Rätikon im wunderschönen Vorarlberg. Wir befinden uns hier bereits auf fast 2400 Meter und das ist der Clou, denn heute geht es noch höher hinaus. Wir gehen gemeinsam auf das bekannte Feserplaner auf fast 3000 Meter. Und da nehme ich euch mit, es ist ein Bilderbuchwetter und deswegen legen wir jetzt los. Also kommt's mit. Die Todalphütte ist eine Schutzhütte der Sektion Vorarlberg des österreichischen Alpenvereins im Rätikon. Die Hütte ist mit dem Umweltgütesiegel des deutschen und österreichischen Alpenvereins ausgezeichnet. Der Rätikon, gebräuchlich auch das Rätikon, ist eine Gebirgsgruppe der Ostalpen, nach der in Italien, Frankreich und teilweise der Schweiz verbreiteten Partizione delle Alpi gehört er zu den Zentralalpen. Anteile haben die Länder Liechtenstein, Österreich und die Schweiz. Der Zuordnung des Rätikons zu den zentralen Ostalpen liegen allein geografisch-geologische Traditionen zugrunde. Große Teile bestehen aus Sedimentgestein, auch Kalkgestein. Die Feserplaner ist mit einer Höhe von 2965 Metern der höchste Berg im Rätikon
und gehört noch zu den Ostalpen. Über ihren Gipfel verläuft die Staatsgrenze zwischen dem österreichischen Bundesland Vorarlberg und dem Schweizer Kanton Graubünden. So, ich hoffe, euch hat diese Bergtour auf das Schesaplana gefallen. Ich fand's unglaublich. Ich habe auch ein paar alte, bekannte Berge wieder getroffen. Und ja, kommt's einfach her, kommt's auch zur Todalbhütte. Voll liebe Leute dort, ja. Verwöhnen euch wirklich. Es fällt mir schon schwer zu gehen, aber manchmal musst gehen, damit du wieder kommen kannst. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder am Weg bin und ihr mit dabei. Ciao, ciao. Wenn ihr nun auch Lust habt, auf die Schesaplana zu steigen, dann könnt ihr das selbstverständlich tun. Den Ausgangspunkt dieser Bergtour, der Löhner See, den könnt ihr auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Wählt einen Zug eurer Wahl und fahrt bis nach Bludenz. Dort könnt ihr dann in die Buslinie 81 umsteigen, welche euch direkt bis zur Löhner See Talstation bringt. Dies ist auch zugleich die Endstation. Von dort habt ihr die Möglichkeit, mit der Lünersee Bergbahn nach oben zum See zu fahren, um eure Wanderung zu starten, oder ihr startet gleich von der Talstation über den bösen Tritt. Die Wege aufs Schesaplana sind gut markiert und toll beschrieben. Für noch mehr Öffi-Touren empfehle ich euch die Webseite www.bahn-zum-berg.at.